Hey yo Leute, ich bin's wieder heute mit einem neuen Video für die Leute. Nein, Spaß, hier sind die Smokey Brothers und ich komme mit einem neuen Video. Das habe ich schon gesagt. Ja, ich will euch die Rendereffekte von Cinema 4D-Render zeigen. Wie lange die ungefähr dauern zum Rendern, kommt den Datei auf die Szene an. Und ja, was die bewirken. Also da verstecken sich ja komische Begriffe hinter wie Ambiente Occlusion oder so etwas. Ja. Also ich will das heute einfach mal erklären. Ich habe hier eine kleine Szene vorbereitet. Soll eine Tasse darstellen und einen Holzboden drunter. Die Tasse besteht aus einem Körper mit vielen Segmenten, das ist bewusst mit vielen Segmenten gemacht, damit man hier eine nicht vorhandene Kante sehen sollte. Oder doch schon eine Kante, aber keinen Übergang oder keine eckige Kante. Und ja, ein Henkel mit relativ wenigen Segmenten. Also diese Szene ist kurz in 2 Minuten hingegleistert. Ich habe noch eine Kamera mit Schutz, damit ich es nicht verziehen kann. Also hier, es geht nicht, kann man nicht drehen und nichts. Ich gehe aus der Kamera raus. Ich habe diese Tasse, wie man hier sehen kann. Goldene Tasse ohne Boden. Ja, da läuft der Kaffee unten raus. Nicht sonderlich intelligent und auch der Henkel steht hier rein, aber das macht jetzt ja nichts, weil wir haben es aus der Ansicht und es soll nur ein Bild sein, keine Animation. Dann habe ich als Lichtszene, habe ich von Grayscale Gorilla HDI Light Kit. Habe ich einmal das Ringlight, einfach oben drüber, so ein bisschen HDRI-Stimmung. Und die Overhead-Softbox mit 102 Brightness und anstatt den Area Light habe ich, Area Shadow, habe ich dann die Shadow Map Soft gewählt. Und ja, der Rest ist eigentlich mehr oder weniger vorgegeben. Ja, also die habe ich ein bisschen schräg angeordnet, genauso in der, dass das gut passt mit der Kamera. So, jetzt zeige ich mal hier kurz, was es für Effekte gibt in Cinema 4D. Also wir benutzen nicht V-Ray oder so etwas. Das ist ja ziemlich high-end. Also in R13 kann man noch den physikalischen Effekt benutzen. Ich finde ihn persönlich sehr gut, aber ich benutze ihn nicht, weil der mir einfach viel zu lange dauert zum Rendern. Deswegen benutze ich Standard. Ambiente Occlusion und Global Illumination und Anti-Aliasing. Das sind die drei wichtigen Sachen, mit denen ich mich jetzt hier befassen werde. Also zuerst mal zeige ich euch ein Bild, was ohne alles mit keinem Anti-Aliasing, ohne Ambiente und ohne Global Illumination gerendert. Das sieht dann so aus. Also eine Auflösung von 800 mal 600. Hier die Renderzeit, die muss man ganz deutlich betrachten. 7 Sekunden. Das ist eigentlich ziemlich sehr geil für Cinema 4D. Ich kann es nochmal kurz rendern lassen. Da rennen die Cores im Kreis und haben das Bild auch schon berechnet. Diesmal 8 Sekunden wegen der Aufnahme. Wollen Sie ungespeicherte Bilder löschen? Ja. So. Hier sehen wir, ja gut, der Boden. Das ist jetzt arm, ist auch nur eine Textur drauf, aber das sollte auch so sein. So, und jetzt Anti-Aliasing mache ich jetzt mal auf Bestes. Und auf 2x2 und 8x8. Das ist schon ziemlich hoch. Und dauert auch seine Zeit zum Rendern. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. 42 Sekunden länger dauert, also 42 Sekunden dauert es. Ja, das ist fast 7-mal so lang. Ja, 6-mal so lang. Aber trotzdem, es lohnt sich einfach. Hier die Kanten. Mit sehr vielen Segmenten gearbeitet und trotzdem solche Kanten, das ist einfach nicht schön. Und jetzt mit Anti-Aliasing. Vorher mit. Hier, diese Kante. Die ist so richtig eklig. Und ihr sehen kann, wie das arbeitet. Also vorher ist das einfach hier, geht es gerade runter. Und mit Anti-Aliasing geht das so in Stufen runter. Also hier ist es komplette Farbe, 75%, 50, 25, Fail, ja. Paar Prozent eben noch von der Helligkeit. Hier auch in der Spiegelung, das finde ich ziemlich schön. Hier ohne, das sieht einfach hässlich aus. Und mit schon relativ schön. Das ist jetzt auch nicht die perfekte Auflösung, 800 mal 600, wer rendert sowas? Ich weiß es nicht, ich habe es gemacht. War ein Fehler, ich mache es nie wieder. Aber wenn man das jetzt in Full HD rendert, dann kann man da auch reinzoomen, ohne jetzt größere Probleme mit den Pixeln zu bekommen. Als nächstes
habe ich Ambiente Occlusion eingeschaltet, habe die ganzen Standardwerte beibehalten und habe folgendes Ergebnis bekommen. Dies. Auf den ersten Blick erkennt man nichts, aber wenn man jetzt hier hin und her schaltet, sieht man an den Kanten, wo etwas zum Beispiel auf dem Boden steht. Hier ist nichts und jetzt entsteht plötzlich so ein Schlagschatten. Ja, das wirkt einfach realistischer. Hier auch an der Seite, hier sieht es aus, als wäre es einfach ein durchgehender Henkel. Und von dem ersten ganz zu schweigen. Und hier jetzt mit diesem Schwarzeffekt sieht eigentlich ganz schön aus. Dauert aber auch seine Zeit. 2 Minuten 7, vorher 42 Sekunden. Und jetzt als wichtigstes finde ich eigentlich das Global Illumination. Hier habe ich den Global Illumination Modus, habe ich von IC Einzelbild auf IC und QMC Einzelbild umgeschaltet. Gibt auch noch verschiedene, komplette Animationen, Net und so weiter. Ich habe Einzelbild genommen. Sekundäre Intensität habe ich auf 100 gelassen und Strahlentiefe habe ich auf 2 gemacht, damit es öfters das Licht reflektiert wird. Also nochmal von vorne, ohne Anti-Aliasing, mit Anti-Aliasing, mit Anti-Aliasing und Ambient Occlusion und mit Ambient Occlusion, Anti-Aliasing und Global Illumination. Hier sind einfach die Farben sehr viel schöner. Vorher, nachher. Ich kann das auch mal schnell speichern. Speichere es einfach mal in Dokumente. So, jetzt sind Dokumente hier. Ohne und mit. So, ich weiß nicht, was ich da groß dazu sagen soll. Ist einfach schöner mit. Hier der Boden ist heller. Ganz eindeutig. Die Streifen vom Boden sind komischerweise in einer anderen Richtung gerichtet, aber das ist anscheinend so. Und ja, einfach hier das Weiß an der Tasse, das sieht sehr viel schöner aus. Hier dieser Strich, dann ist es so ein Grau und das hier ist so ein richtiges Weiß. Also ja, das Global Illumination ist schon eine gute Sache, aber die Renderzeit ist einfach 4 Minuten und vorher 2 Minuten. Ah, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also, ich arbeite in Animation, also mit, keine Ahnung, 200 bis 400 Bildern, arbeite ich mit folgenden Einstellungen: Ambiente Occlusion, Anti-Aliasing auf Bestes, aber dann 1x1 und 4x4. Und ja, Ausgabe 1280x720, also HD Ready. So, mit diesen Einstellungen kann man auch schon relativ schnell rendern. Ich das jetzt nochmal zum Vergleich mache. Also es geht recht zügig voran. Jedoch ist die Qualität natürlich nicht die beste. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Tschüss.